Lux leuchtet ein. Frankfurt ist eine weltoffene und multikulturelle Stadt. Hier im Rebstockpark findet an diesem Wochenende zum 21. Mal das afrikanisch-karibische Kulturfest statt. Ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht wirklich mit der afrikanisch-karibischen Kultur auseinandergesetzt. Gut also, dass ich heute hier bin. Ich komme aus Afrika und das ist immer ein gutes Treffen hier. Mal was anderes sehen, afrikanische Kultur. Die Masken kommen aus Afrika. Die Holz ist Affenbrotbaum, also aus ein Stück Holz geschnitzt. Das ist eine Glücksbringermaske, deswegen hat er einen Elefanten mit Rüssel nach oben. Ne? Wenn also zum Beispiel jemand geboren ist, ein Baby bekommt oder beschnitten in Familien oder eine gute Nachricht, dann zeigt man die Maske. Alles Afrika. Ja, schön. Ich habe mir jetzt hier gerade eine Haarsträhne flechten lassen. Ich bin mal super gespannt, wie es aussieht. Ich kann mich ja selber gerade noch gar nicht sehen. Es sollte eine Völkerverständigung und Integration, dass jeder, der auch hier in Frankfurt lebt, wie so zusammenkommen und uns kennenlernen. Und die Leute kommen, manche, die kommen extra aus Frankreich, Afrika, sag mal Hamburg bis aus München. Die ganze Welt ist so bekannt, unser Fest. Meine Haare sind afrikanisch geflochten. Ich habe einen kühlen Cocktail hier in der Hand, Marihuana. Ich weiß nicht, was drin ist, aber es schmeckt richtig lecker. Ich kann also sagen, mein Tag hier auf dem afrikanisch-karibischen Festival war super erfolgreich. Cheers! Lux leuchtet ein.